So, Della, wir sind davor auf der großen Insel da hinten angelegt und leider gehen da nicht so coole Spots her. Und jetzt haben wir uns aufgeteilt, der Mani fliegt jetzt den hinteren Teil von der Insel, also da Richtung um. Weiß mit der Drohne und schaut, ob da coole Spots sind. Weil sie gerade da drüben ist auch schon ein Zelt, hat irgendwer aufgebaut. Also ich glaube, das wäre auch nichts. Dann der Dani wird die Insel von der rechten Seite abfahren, bis ganz auf bis zur Spitze. Schauen, ob da was hergeht. Und mein Part ist jetzt, die Inseln abzufahren. Also die kleine Insel, die daneben, aber da sieht man eh schon, da sind 5 Kajaks, Kanus. Alle da oben schon, keine Ahnung, 5-6 Leute. Das wäre wahrscheinlich nichts. Und jetzt schauen wir uns noch die kleine Insel an, die ist wirklich mini, aber die könnte ganz interessant sein. Und mein Favorite und hoffentlich auch unsere Destination ist die Insel. Ich sehe noch kein Kanu, ich hoffe, das wird so. Let's go. Drüben wird die Sonne aufgehen, hinten geht es wieder unter, das wäre eigentlich voll cool. Der Aussichtsturm hat genug Platz für Zelt, Hängematten. Die gefällt mir auch ganz gut, das ist bis jetzt mein Favorit. Wir werden auch allein, auf der großen Insel, da sind ja sicher 1000 Leute. Und ja, ich hoffe, dass wir da bleiben werden. Aber vielleicht hat der Dani unten noch was Cooles gefunden, da werden wir vielleicht woanders stehen können. Werdet ihr es natürlich sehen. Bis gleich. Kurzes Status-Update. Enes ist ein bisschen grantig, weil wir nichts zum Essen haben, weil er die ganze Zeit umgefahren ist, weil das Kajak scheiße ist von mir, das Support-Kajak. Und ich gehe anscheinend auf die Eier, weil ich einen Henning Zerchen habe. Keine Ahnung. Jedenfalls möchte er jetzt ins Kajak einsteigen und ich soll das filmen. Action! Ja, cool. Ja, ist schon beim Ausladen. Ne? So, der Dani, der Typ da, hat die Insel jetzt gespottet und gefunden und hat gesagt, wir sind daher, gell? Schauen wir mal. So, Jungs und Mädels, nachdem ich jetzt ein paar die Inseln gesehen habe, schreibt es in die Kommentare, was für Insel das ihr nehmen. Wir haben uns jetzt für die Insel vom Dani entschieden. Wir bleiben jetzt da. Und jetzt hast du eigentlich gleich noch Kajaks auslohnen und Setups aufbauen. Jetzt ist etwas Heftiges passiert. Ich wollte gerade mein Setup aufbauen. Und hätte den Baum genommen. Da. Der reichert normal für das Steifen hier. Und hätte den Baum genommen. Ich bin drinnen gelegen und auf einmal fliegt die Scheiße um. Hat es voll ausgerissen. Aber das könnt ihr eigentlich jetzt gleich in der Zeitrafferaufnahme anschauen, wie gestört das ist. Also, Tipp für alle: Schau auch, ob die Bäume nicht moos sind oder was. Und der ist nur da oben aufgehalten worden. Sonst war er komplett vielleicht auf mir drauf gelegen. Heftig. So, meine Survival-Freunde. Spruch vom Dani. Die Aussicht, was da hinter mir sechs, die werde ich jetzt die nächsten 5 Tage genießen. Und zwar mit dem Setup, was ich mir da gebaut habe. Extra mit Ausblick. Ist zwar ein bisschen risikoreicher, weil der Wind reinfahren kann, aber dann muss ich es halt schnell anspannen. So schaut halt das Setup aus. Und das war der Blick von in der Früh aus. Also wenn das nicht geil ist, dann was. Das ist nicht. Ein Dani sein Setup. Dani sein Setup im Prinzip das gleiche, allein mit ein paar mehrer Tropfschnüre. Im Prinzip das gleiche wie davor. Und die Teile sind dafür da, dass wenn das Wasser da über die Rinden läuft, rinnt es über das Saal um. Und dann, aha, da ist gar nichts. Dann darfst du ins Taub rinnen, gut. Und wenn es da um rinnt, dann rinnt es einzeln immer bei den Seilen an und wird nicht nass da drinnen. Besonders bei der Hängematte ist scheiße, wenn es da um rinnt. Dann hast du den ganzen Teil da unten nass.
Aussicht von Dani. Ist fast null. Aber er sieht zwar Bam, immerhin. Dann Setup vom Ines. Tarp drüber, doppelt safe. Zelt allein, zu risikoreich anscheinend. Doppelt Tarp. Und wo ist der Ausgang? Da vorne. Und wenn er vom Zelt rausgeht, war das oder mehr oder weniger der Ausblick dann. Es ist einfach, ich kann nicht mehr baden. Und so muss ich baden. So muss ich baden. Ja. Geht's nur mit denen auf Urlaub, ich sag's eh. Wie geht's in St. Zerchen? Schaut voll gut aus jetzt. Schaut gut aus? Ja, wirkt. Der Handlung wirkt. Super. Haben wir gut gemacht dann. Super. Ja, perfekt. Also nochmal ein kurzes Update, wie die Lage heute ausschaut. Bis jetzt haben wir richtig, richtig geiles Wetter gehabt. Also seit ungefähr, was wird es gewesen sein? 12, 11, irgend sowas hat es aufgezogen, richtig schön. Heute hat es nochmal sicher so, was wir jetzt gehabt haben. 23 Grad gehabt, richtig schnell. Aber jetzt hat es richtig zugezogen. Wenn du umschaust, hinter mir, alles schwarz. Es hat schon kurz ein bisschen so genieselt. Also heute werden wir wieder kommen, hat es gemacht. Der Wetterbericht. Also eigentlich jetzt gesagt so ab 2. Aber wie das ausschaut, ist das ein bisschen schneller als 2. Also ja, wir machen uns heute nochmal gefasst auf ein bisschen eine feuchte Nacht. Und ja, wie das gelaufen ist, seht ihr es nachher morgen. Und siehst, vielleicht machen wir ein ganz kurzes Zwischenupdate, wie die Nacht so läuft, aber siehst, sehe ich mir jetzt morgen in der Früh. Macht's es gut. Kurzes Zwischenupdate. Wind ist heftig. Echt heftig. Also, nach Ines Setup ist mein Sie am safesten. Also, muss mir jetzt keine Sorgen machen. Aber ich hoffe, dass es Mani gut geht. Ich hoffe, dass er seine Tarp noch ein bisschen gescheit befestigt hat. Und dass es ihm gut geht. Und ja, dass nichts passiert hat. Das war ein bisschen scheiße. Wenn er nach seinem Zeichen noch irgendwo sieht. Also ich kann jetzt im Moment nicht schlafen, so ganz ehrlich. Das ist ein bisschen zu heftig gerade. Geht voll leer. Aber es liegt gerade drüber, weil es ist das erste Mal, dass ich sowas in dem Ausmaß jetzt, sagen wir mal so, mache. Und dann sowas ist ein bisschen heftig für mich. Die anderen zwei haben ja schon mal letzten Schweden einen heftigen Sturm mit alles wegreißen, alles im Arsch, alles auf der ganzen Insel verteilt, verquant, Setup und keine Ahnung was miterlebt. Also ich glaube, die lassen das ziemlich kalt. Aber für mich ist das was Neues. Es ist recht Abenteuer, muss ich sagen. Aber wenn es eine chillige Nacht gewesen wäre, war ja mal auch gleich gewesen. So, meine Freunde, kurze Status-Update. Es ist 2:30 in der Früh und es geht Vollgas ab in den Sturm. Mir hat es ein Teil schon ausgerissen von meinem Planer. Ich habe die Seitenplane auch gespannt, dass ich halbwegs windgeschützt bin. Aber es geht Vollgas damit. Und seitdem, dass ich die eine Hängematten aufgespannt habe, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die Bam da rein und heben. Ich wünsche es mir Glück und hebe es mir die Daumen nicht. Was für dich alles, Mani? Ja, es geht. Wieso? Drei Haare ganz ausgerissen, eine Seitenplane mit Zünder gespannt.
Lebst du noch? Ich lebe, ich habe gerade Status-Update gemacht. Sauber. Ich war gerade auf dem Klo und hat so einen Ast auf mich drauf gehabt. Was? Ja, in dem Moment. Ich habe gesagt, Fickerbar, das war nicht so aus. Ja, aber jetzt ist echt neben mich drauf geflogen, also am Fuß gestraßt. Nein, ist hip, alles stabil, aber ich fühle mich nicht so sicher, was ich sage. Ich muss auch sagen, ich habe schon die Cam gesagt. Schlaf gut. Ja, was soll ich da? Ich hab noch gar nicht geschlafen. Ja, aber das verdient man schon ein bisschen. Ja, ich weiß. Sollen wir Insel wechseln? Boah, was ist da hinten abgegangen? Boah, brutal. Wie geht's an Dani? War es safe dabei? Wo gibt man Nutella Brot? War geil, ja. Wie schaut es mit dir aus, Ines? Was ist mit dir gewesen jetzt? Also ich bin aufgestanden, da ist alles stabil. Also ich bin ja relativ safe. Aber ich höre voll laut, wenn irgendwas draufknallt. Da gehe ich immer aufs Klo. Und der ist auf mich drauf geflogen. Alter! Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Zack. Wisst ihr, was bei mir heftig ist? Was? Wie heftig da bei meinem Kopf, Alter. Mit kleinen Bam. Der wippt voll in mich, der ist wirklich so. Ich muss sagen, es ist generell ein bisschen. Es ist risky, weil da die halben Bam umfallen und ich weiß nicht, wie gut ich jetzt schlafen kann, wenn das. Meiniger ist schon schief. Hey, da hinten ist das Setup, aber wenn du Alter noch überlebt, wenn sie auch, oder? Nein, das drüben steht noch, ja. Bin ich habe Angst drin. Vor dem Bam da, oder? Ich sag's, es ist. Der ist unten so hier einfach auch. Voll eingerissen. Ich habe davor ungefähr 5 Minuten lang mit der Kamera geredet. Ich hab's gesehen, ja, ich hab's gesehen. Aber ein bisschen schießt gerade. Ich hab's ja schon gefrühstückt, aber was ist jetzt? Ich hab so einen Hunger. Echt? Sind wir was? Ich will kein Scherz mit Nutella-Brot. Ich war schon dabei, wir müssen sparen mit den Ressourcen. Das Nutella geht bald zu Ende. Das ist ein trauriger Moment für die Menschheit. Uff! Jetzt sagst du da dazu, Ines? Ich so voll so Spaß am Klepper. Ich weiß mir etwa Nutella leicht. So, nach der heftigen Nacht geht's heftig weiter. Es geht extrem der Wind. Und es ist arschkalt. Es hat 9 Grad oder was? Wahnsinn, von 27 auf 9. Das ist einfach leicht gestört. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, wir haben nur nasses Gewand, wir haben wenig Essen und wir sind mehr oder weniger auf der Insel gefangen, weil mit unserem aufblasbaren Kajak und eins ist ja hin, kommen wir bei den Wellen nicht mehr weg. Mit einem normalen Kajak gang es ja, aber mit unseren gang es leider nicht. Das heißt, wir müssen wohl und übel noch ein paar Stunden warten, schauen, wie es wird. Und ich persönlich war dafür, dass wir die Zelte abbrechen und wegfahren. Aber das Wasser lässt nicht zu. Das heißt, wir sind derzeit gefangen auf der Insel. Okay, wir gehen jetzt schnell was essen. Wir gehen jetzt ins Landesinnere, weil da geht der Wind Vollgas. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. So, haben wir jetzt einen safen Spot gefunden, relativ windstill. Jetzt heißt es essen und bereden, wie es weitergeht. Also, Survival-Freunde! Manche halt Unwetter aussetzen, schauen, ob es später schnell wird, weil es krass nicht schnell wird, aber wenn wir jetzt mittlerweile wissen, können wir die Meteorologen nicht vertrauen. Und ja, und nachher schauen wir nur, was wir denn wegen heimfahren, weil wenn es morgen schwer ist, dann werden wir morgen Richtung Festland fahren und wir schauen, dass wir entweder am Festland campen noch und nachher zum Auto gehen oder gleich das Auto holen und dann in der Nacht noch irgendwo parken können. Aber ja, so schaut ungefähr der Plan einmal dabei aus. So, da. Jetzt machen wir ein kurzes Update und zwar nach dem Weltuntergangsstimmungstag von gestern und der heftigen Nacht von gestern auf heute haben wir jetzt Gott sei Dank
Gott sei Dank, wieder ein bisschen bis es wieder die Sonne ist rausgekommen endlich. Nachdem alle Setups abgebaut wurden, heißt es für uns jetzt Abschied nehmen und auf zum Festland. Geht schon, Wanda? Setz die Segel, ihr Mann! Es geht eigentlich relativ gut, der Anfang war ein bisschen hektisch, ein bisschen heftig, wie ihr es gesehen habt, aber jetzt momentan muss ich sagen gut. Aber wir müssen immer weit, nämlich leider davor war der Plan. Da vorne ist das Haus, ich weiß nicht, ob man sieht. Und da darf man aussteigen und gehen dann noch zu Fuß nach Immeln, ungefähr eine Stunde 10 oder sowas. Schauen wir, ob es hinhaut, schauen wir, ob es funktioniert, schauen wir, ob wir umkommen. Die Entscheidung ist getroffen. Der Dani und ich, wir werden jetzt zurückgehen, eine Stunde, ganz nach Immeln und ins Auto holen. Und der Mani wird freundlicherweise die Kajaks alle die Luft auslassen, schön zusammenlegen, dass wir es dann gleich einladen können. Der Plan war jetzt, dass das Auto da herfährt, beziehungsweise wir holen das Auto und fahren da her und dann laden wir alles ein. Dann sind wir fertig. Weil mit dem Gegenwind nach Immeln fahren, es war ziemlich weit und hat wahrscheinlich den ganzen Tag dauern. Und wie wir jetzt gerade gesehen auf Google Maps, dass der einzige Weg jetzt zurück zum Auto durch den Wald ist und dann da rechts und einen Kilometer wieder gegen die Richtung, wo wir eigentlich hinwollen ist. Da stellt sich halt die Frage, ob wir jetzt wirklich einen Weg entlang gehen oder einfach querfeldein durch den Wald. Aber das wird das gleich sehen. So, wir sind jetzt an der Kreuzung angekommen. Da, wo sich der Weg absplittet, einmal da nach rechts und einmal da nach links. Und das wäre eigentlich der richtige Weg, der offizielle Weg. Aber da ist jetzt 1 Kilometer in die falsche Richtung und dann 1 Kilometer wieder zurück. Wir werden jetzt einfach probieren, da auch gehen. Dann gehen wir querfeldein durch Felder und Wald, bis wir auf die Hauptstraße kommen. Ist unsere Mission. Währenddessen sitze ich da, nichts ahnend, dass sie einen anderen Weg nehmen als einen offiziellen. Und Wort.